Die Untoten haben uns gerade so verschont. Wir konnten sie verbrennen und uns ins Lager Löwenauges Wacht retten. Ob das reichen wird, um im Pass auf Exile voranzukommen, seht ihr nach dem Intro. So, wir bewegen uns weiter auf der Story. So, wir gehen hier die Treppe hoch. Hier ist ein Teleport-Wegpunkt. Man sieht also eindeutig an vielen Stellen die Inspiration. Wir sehen hier, weil wir halt online sind, halt auch die anderen Leute und wir sehen, wie geil man am Ende aussehen kann, wenn man will, und was man so alles mit sich rumschleppen kann. Aber ja, so, wir haben hier verschiedene Ausrufezeichen und wir fangen mal bei Nessa an, weil die am dichtesten dran war. Okay, dann unterstützen wir sie doch mal so ein bisschen. Auch schön. Bei ihr könnte man Gegenstände kaufen und verkaufen. Was es damit auf sich hat, da kommen wir dann später zu. Gehen wir erstmal zu Bastel. Okay, machen wir mal ganz kurz was. Leute, das ist ja so Dialoge. Machen wir mal lauter. So, okay, also wir haben jetzt die Aufgabe: Reist nach die Gezeiteninsel, findet die Medizintruhe und sprecht mit Tarlake auf eure sprecht Tarlake auf eure Belohnung an. Da ist Tarlake. Oh, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. So, wir haben jetzt also verschiedene Skills zur Auswahl. Frostpuls, Magmakugel, den Blitzranken, Zombies erwecken, Pesthauch, kinetisches Geschoss. So. So. Da, Hillcock Belohnung. Und wir wollen den Frostpuls. Da. Ein eisiges Projektil, das eine Chance hat, Gegner einzufrieren, die es durchdringt. Das Projektil verschwindet schnell, was den Schaden und die Einfrierungschancen verringert, bis das Projektil verschwindet. Verursacht 8 bis 12 Kälteschaden. Projektile durchbohren alle Ziele.
Projektile verlieren mit der Zeit kontinuierlich an Schaden und verursachen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens bis zu 50% weniger Schaden. Projektile haben 25% Chance auf Einfrieren, was nach dem ersten Viertel ihres Fluges verloren geht. Aha, okay, also wir nehmen jetzt trotzdem. Wenn ich es richtig sehe, nehmen wir das. Ist natürlich immer die Frage, was nimmt man jetzt für welchen Build? Ich würde schon sagen, wir fangen damit an. So, gehen wir nochmal auf die Belohnung. Nehmen wir das. Auf Wiedersehen. So. Dann gucken wir nochmal, dass wir das hier anlegen. Naja, das können wir auch erstmal weglassen. Lasst uns mal weitergehen. So, ansonsten. Was hat er denn noch so zu sagen? Okay. So, na dann gehen wir mal auf die Küste. Wir ja nicht nur mit der Story. Belatschan, wir wollen natürlich auch Kämpfe sehen. So, ist die Frage, in welche Richtung müssen wir gehen? Das ist nämlich zufällig gestaltet. Irgendwo gibt es jetzt die Gezeiteninsel mit der Truhe. Mit der Medizintruhe. Aha. Krabben. Haha. Naja. So. Da war wieder ein kleiner niedlicher Tipp. Okay. Oh Mann. Ah. Alle tot und verbrannt. So, wir nehmen mal, was wir kriegen können. Am Anfang ist das halt so. Und wir wechseln mal. Hey, ich möchte keine Feuerprojektile verschießen, sondern Projektile. Hallo. Hey. So, dann werde ich euch gleich mal in ein weiteres Geheimnis der Spielmechaniken einweihen. So, zwei Geheimnisse. Das erste: Edelsteine können hochgestuft werden, sie leveln. Und dann kann man das Level steigern oder nicht. Warum man das nicht machen sollte, ist einfach, weil jedes gesteigerte Level auch
den Mana-Verbrauch steigert. Und vielleicht passt das für den einen oder anderen Bild eben nicht, den Mana-Verbrauch über ein gewisses Niveau zu steigern, dann ist der Bonus, den man durch den Edelstein bekommt, nicht so gut. Das andere ist, wir haben hier unsere kleinen Fläschchen und wie man das mittlerweile aus anderen ARPGs auch kennt, unter anderem hat das ja das Warhammer 40k ARPG Inquisitor übernommen. Wenn ihr Gegner tötet, nein, andersrum, eure Flaschen haben Ladungen. Das heißt, wenn ihr aus dem Fläschchen trinkt, verbraucht ihr einen gewissen Anteil an Ladung. Diese Ladungen füllt ihr dadurch auf, dass ihr Gegner tötet. Also wollen wir Gegner töten, um mehr Ladungen zu haben, um die Flaschen benutzen zu können. Das verhindert natürlich auch, dass ihr die unendlich oft benutzen könnt. So. Das ist natürlich cool. So. Schön. Schön erfroren. So. Frostpuls, das ist unsere Hauptfähigkeit, die wollen wir natürlich immer steigern. Cool. Okay, wir wollen aber auch ein paar Leute zusammentrommeln, denn wir haben ein Projektil. Das heißt, das geht durch Gegner durch. Und das heißt natürlich, wir profitieren davon, wenn viele Gegner einem Haufen sind. Wie hier. Ups. Oder hier. So. Alle tot und ihr seht schon. Ein Eisenring. Komischerweise wird mir der gar nicht angezeigt. So, Gegenstände. Also erstmal, wir können. Oh. Ist eine Einhand-Axt. Wieso können wir die nicht tragen? Okay, na gut, dann nicht. Schade. Aber wir nehmen den Eisenring, den können wir identifizieren. Und dann können wir ihn tragen. Das heißt, fügt Angriffen 1 bis 4 physischen Schaden hinzu und Blitzwiderstand. Ja, ich denke, diese Gegenstände lassen sich am Anfang noch recht selbsterklärend benutzen. Später wird das natürlich etwas. Oh Mann, auf den Herrn muss ich jetzt aufpassen. Eieiei. Oh Mann, oh Mann. Die Dame. Ich weiß gar nicht, ob das ein Herr ist oder eine Dame. Hey. Hilfe. Hilfe. Ha, gelevelt, Gott sei Dank. Das hilft mir auf jeden Fall, weil das meine weil das meine Tränke wieder auffüllt, mich stärker macht allgemein. So, und wir müssen mal irgendwas an den Gegenstandseinstellungen machen. Das werde ich dann machen, werden wir. Welche mal zwischen denen machen, das erkläre ich euch aber irgendwann später mal gerne. So, lustiges Schwert, warum auch immer, aber klar, genutzter Helm, da müssen wir erstmal gucken, was ist denn besser. So, wir haben uns jetzt schon mit einigen ausgerüstet. Der hat Rüstung 14 und der hat Rüstung 13. Also nehmen wir natürlich den rostigen Helm. So, die rostige Axt können wir leider nicht verwenden. Das rostige Schwert schon gar nicht, weil wir es nicht desinfiziert, identifiziert haben. So, aber wir kriegen noch einen Punkt. Mit dem Punkt gehen wir erstmal zum Zauberschaden. Dann wollen wir auch hier weiter lang. Zauber, Zauber, Zauberschaden. So,
Das heißt, unser Effekt wird immer stärker. Wir. Cool. Kommt, beide hier lang. Hier lang. Zack. Tot. Identifikationsrolle nehmen wir mit. Ah. Und das kleine Lebensfläschchen. Noch eine Flasche mehr. Kann nie schaden. So, kommt mal alle mit hier. Ja, untote Monster. Ja. So, tot, tot. Ist gerade nichts mit alt. Könnt ihr übrigens Gegenstände euch anzeigen lassen, die ausgeblendet sind von der Anzeige. Warum auch immer Identifikationsschriftrollen ausgeblendet sind. Ah. Super, so, hier ist das Ende. Dann gehen wir doch mal weiter in die andere Richtung. Wir suchen ja immer noch die Truhe. Tja, und ob wir die finden, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Story und mir dabei zuzugucken, wie ich den ersten etwas härteren Gegner besiegt habe. Und ja, viel Spaß beim Looten und Leveln und wir sehen uns auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gelootet und gelevelt habt. Wenn ihr Aufbaustrategiespiele mögt, klickt hier für AHA. Wenn ihr Brett- und Kartenspiele mögt, klickt hier für AHA Brett und Karte. Und wenn ihr euch für Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k interessiert, klickt hier für AHA Hammer. Wir sehen uns beim nächsten Loot.